Wir haben uns heute was überlegt, und zwar, um das mal alles einzuüben und Nullstellen und so weiter ganz sicher zu ermitteln und vor allem ohne große Komma und ähnlichen Brüche und so ein Ärger, das hinzukriegen, haben wir uns folgenden Weg überlegt. Wir basteln uns eine Normalform einer quadratischen Funktion inklusive Nullstellen, also eine, die auch wirklich welche hat, damit man die ausrechnen kann und ganz sicher ist, das muss rauskommen. Ja, und danach kann man ganz einfach ohne große quadratische Ergänzung und ähnliche, sagen wir mal, nervenaufreibende Verfahren und fehlerträchtigen Verfahren aus der Normalform die Scheitelpunktsform entwickeln. So, und zwar, wir hatten uns Folgendes überlegt. Erster Schritt, wir basteln uns eine Funktion, und zwar aus der sogenannten Linearfaktorenform. Ich sage jetzt mal einfach x minus 1 mal in Klammern x plus 3 soll 0 sein. Wir wissen, eins von den beiden Gliedern, also von den beiden Faktoren in den Klammern, muss 0 werden. Das heißt, wir haben schon mal die erste Nullstelle. x01 muss 1 sein. Denn wenn hier 1 eingesetzt wird, wird die Klammer 0 und 0 mal, egal was in der Klammer steht, ergibt 0. Und die zweite Variante ist, x02 muss dann minus 3 sein. Das kann man überall nachlesen, das ist kein Problem. Also, wir haben diese Nullstellen schon mal und jetzt basteln wir uns hieraus eine Normalform. Seid euch nicht zu fein, macht Folgendes. Wenn das also so gelten soll, dann muss die Normalform so aussehen. Seid euch nicht zu fein, auch mal einen Bogen ranzumachen, damit man nichts vergisst und sagen x Quadrat, ne? X mal x, erstes Glied und so weiter. Jetzt plus 3x. Und jetzt am besten unten den Bogen ranmachen, minus 1x, also minus x. Und hinterher dann noch minus 1 mal plus 3 ist minus 3. Das zusammengefasst, das soll 0 sein. Das zusammengefasst, da kann ich das hier zusammenfassen, heißt das x Quadrat und 3x minus x ist 2x minus 3 soll 0 sein. Das kann man mit allen möglichen Zahlen machen. Man kann auch Kommazahlen, Brüche hier in diese Klammern mit reinschreiben, ganz egal. So, jetzt sagen wir, wenn das so ist hier, dann am besten, man unterstreicht es, ich mache das jetzt einfarbig mit Vorzeichen, das wird p, also p ist gleich 2. Und hier hinten ohne alles, also kein x dabei, dann ist q gleich minus 3. So, das ist praktisch der zweite Schritt. Jetzt habe ich meine Normalform und habe p und q bestimmt. Und jetzt habe ich ja gesagt, ja, jetzt kann ich ja mal gleich die Nullstellen ausrechnen. Nullstellen ausrechnen geht wie immer mit der sogenannten PQ-Formel. Das geht, weil, Achtung, das ist jetzt wichtig, das werde ich mal hier in Rot highlighten, weil hier vor dem x² kein Minus und keine andere Zahl und kein Nichts steht. Stünde ein Minus davor, wäre es schon Mist. Also hier vor dem x², ich sage das jetzt ganz platt, darf nichts stehen. Das heißt, das muss ein positives x² sein. Dann kann ich so einen Spaß machen, den wir jetzt machen. So. Demzufolge kann ich meine PQ-Formel anwenden, die heißt ja x0, 1 und 2, also beide Nullstellen ist gleich minus p halbe, sollte man auswendig wissen, plus minus Wurzel aus. Ich sage gerne so, p halbe in Klammern zum Quadrat, ich weiß, p Quadrat Viertel geht auch, minus q, das ist die allgemeine PQ-Formel. Warum das, werden wir gleich sehen. So, jetzt erfüllen wir die mit Leben, das heißt, wir setzen jetzt ganz stur für p und q die Werte ein. Wir schreiben wieder x01, 2. Hinschreiben das hier, das ist wichtig. Das werden wir gleich sehen, warum. Das Minus abschreiben. Den Bruchstrich, Achtung, das Minus am besten dicker machen, damit man es nie vergisst. Das Bruchstrich halbe abschreiben. Und p, gucken wir, ist 2. Aha, 2. Plus Minus wird abgeschrieben. Die große Wurzel wird abgeschrieben. Und jetzt kommt der Vorteil, wenn ich sage p Quadrat Viertel und ich habe hier ein bisschen höhere Werte stehen, kriegen die Leute Angst. Jetzt sage ich einfach p halbe. P ist 2, die Hälfte ist 1. 1 mal 1 ist 1 Quadrat, bleibt 1. Minus, und jetzt Achtung, minus Q. Ich schreibe das nochmal hin. Pardon, minus, minus. Q hätte ich beinahe geschrieben. Dieses Minus hier ist dieses Minus. Und das kleine Minus, das kommt von der minus 3. Und jetzt kann ich sagen, okay, minus, minus ist plus. Also kann ich sagen, plus 3 und streiche das weg. Das hat man dann später irgendwann in Fleisch und Blut. Jetzt, Momentum, wie geht es weiter? Nächste Zeile, x01, 2 hinschreiben. Wichtig. Minus p halbe, minus 2 halbe ist minus 1. Schönes dickes Minus. Plus minus, und jetzt kann ich doch sagen, 1 plus 3 ist 4.
Das heißt, aus der positiven 4 kann man eine Wurzel ziehen, das wird klappen. Das machen wir jetzt gleich auch im nächsten Schritt. Jetzt mache ich mal noch eine Zeile, die ist eigentlich ein bisschen überflüssig. Die werdet ihr später weglassen können. x012 ist also minus 1, das ist die hier, plus minus 2. Ihr werdet später wahrscheinlich gleich zu diesem Schritt übergehen. x01 ist gleich minus 1 und jetzt kommt der erste Rechenschritt, plus 2. Und x02 muss dann sein, minus 1, minus 2. Und jetzt macht man einen Pfeil dahinter, weil ist gleich ist eigentlich mathematisch nicht schön. Minus 1 plus 2 ist, also 2 minus 1 kann man auch sagen, man kann das ja vertauschen, ist eine Summe. Kann man sagen, okay, das ist ja nicht schlimm, das ist 1. Oh, gucken wir mal. Da ist er. Ich werde es gleich highlighten. Und minus 1 Grad haben wir schon, minus 2 Grad wird es noch kälter, also minus 3. Ich habe das extra mal so platt gesagt. Achtung, ich highlighte das nochmal in gelb. Das eine haben wir rausgekriegt und das andere haben wir auch rausgekriegt. Können uns freuen und sagen, Mensch, prima. Wir haben uns praktisch selber was gebaut, wo wir hinterher wissen, was rauskommen muss. Das ist so eine Art Probe. So kann man schön die PQ-Formel üben. Gut. Jetzt haben wir das. Wir wollten aber, und jetzt muss ich das schnell mal hier, na, Achtung, das hier, diese Normalform, die muss ich schnell mal kopieren. Schawupp. Denn auf der nächsten Seite ist die sonst erstmal weg. Hier fügen wir ein. Jetzt steht die Form nochmal hier. Und jetzt hatten wir ja gesagt, und jetzt kommt der nächste Schritt, der schöne, spannende Schritt. Wie macht man es ganz einfach? Und zwar, wir hatten ja gesagt, das ist P. Also P ist gleich 2. Und jetzt kann man wunderbar, wie gesagt, hier vorne darf nichts davor stehen. Es muss eine echte, schöne Normalform ergeben, die eine Parabel, die nach oben geöffnet ergeben wird, ergibt. So, Achtung. Und jetzt machen wir aus diesem Ding, ziehen wir uns den Scheitelpunktswert für x heraus. Und der ist minus p halbe. Das heißt also minus 1. Und wie kriege ich jetzt den y-Wert raus? Und jetzt hat man eine schöne Übung, ohne dass man mit quadratischer Ergänzung und ähnlichen Spaß arbeiten muss. Jetzt sagt man einfach, ys muss ja dann sein, wenn ich sage, das ist eine Funktion, eine quadratische Funktion, also x² plus 2x minus 3. Dann kann ich sagen, ys erzeuge ich so, indem ich die Funktion dieses Wertes hier einsetze. Und das wird dann so aussehen. Ich sage, ys kriege ich so raus, dass ich minus 1 praktisch in die Gleichung einsetze. Und dann haben wir hier stehen, minus 1 in Klammern zum Quadrat, ne, x, Achtung, weil es minus immer eine Klammer drum machen, dann kann man das nicht vergessen. Jetzt plus 2 mal minus 1. Ich mache das ganz ausführlich. Lieber eine Zeile mehr schreiben, als hinterher alles falsch haben. Und dann noch minus 3. Das heißt, ys wird sich ergeben aus minus 1 mal minus 1 ist plus 1. Plus minus 2 mal minus 1 kann ich gleich sagen, das ist minus 2. Also das hier ist minus 2 und minus 3. Und jetzt gucken wir mal, ob das stimmt, wie wir das hinkriegen. Minus 2 minus 3 ist minus 5 und plus ein positives dazu ist minus 4. Also minus 4. Highlighten wieder, denn die brauchen wir gleich. Achtung, xs, den x-Wert des Scheitelpunktes und ys haben wir auf diese Art ganz einfach gefunden. Durch Einsetzen. Hier durch Ablesen gucken wir mal und hier durch Einsetzen in unsere dahinterstehende Funktion. Hinter dieser Gleichung kann man durchaus eine Funktion verstecken. Das wäre dann f von dem xs. Und das kann man verwursten. Verwursten sage ich gerne. Das kann man zusammenfassen zum sogenannten Scheitelpunkt. Und der heißt, Achtung, ich habe den echten x-Wert minus 1, minus 4. Jetzt kam wieder so ein bisschen blöder Kram. Jetzt kam wieder, ach, und wie ist das dann, die Scheitelpunktsform? Da musste man doch das d umdrehen als minus. Aber das ist nicht schlimm. Scheitelpunktsform hieße f von x ist allgemein x in Klammern zum Quadrat und dann und einen Wert können wir ganz sicher abschreiben, das ist die minus 4, diesen und der hier, der ergab sich, indem man
das Vorzeichen umdreht, aber den eigentlichen Zahlenwert beibehält. Das wäre der nächste Schritt. Was hatten wir gesagt? Das eine war Nummer 2, Nummer 3, PQ, die Nullstellen nochmal überprüfen. Und jetzt kommt praktisch der vierte Schritt. Also viertens ist Ablesen des P-Wertes, halbieren und umdrehen des Vorzeichens, dann einfach einsetzen in die originale Form, das als f von x, in diesem Fall von xs, xs ist minus 1 auffassen, einsetzen, ganz stur hinschreiben, vielleicht nochmal drunter schreiben, was es wert ist, dann kann man besser rechnen. Und dann hat man den echten y-Wert des Scheitelpunktes. Das sieht dann so aus, skizziert. Auch das, man kann alles überprüfen. X und y, ich habe hier 1, hier habe ich auch 1. Und jetzt geht's los. Da ich den echten Scheitelpunkt habe, kann ich sagen, das ist der x-Wert, das ist der y-Wert, nochmal zur Erinnerung. Ich gehe einfach 1 nach links, minus 1 und jetzt minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Hier und hier ist der Scheitelpunkt. Jetzt lege ich hier meine Parabelschablone an und zeichne den. Achtung, die Nullstellen, die müssten einigermaßen, wenn ich gut gemalt habe, übereinstimmen. Na klar, ne, passt. Bei plus 1 hier habe ich x01 rausgekriegt. Und x02 ist bei minus 3. Und das passt, ich habe einigermaßen genau gemalt. Bis dahin könnte man sagen, prima, stimmt alles. Jetzt kommt noch ein fünfter Schritt. Wir machen aus diesem Ding hier, aus dieser Scheitelpunktform, zur Sicherheit nochmal, na, zur Sicherheit nochmal die Normalform. Wie macht man es? Na, indem man ausmultipliziert. F von x ist, und jetzt nach der binomischen Formel, x plus 1 in Klammern zum Quadrat ist x Quadrat plus 2x. Plus 1. Achtung, viele Leute vergessen die minus 4. Minus 4 dahinter schreiben. Fassen wir es nochmal zusammen. F von x ist also x Quadrat plus 2x, das bleibt ja. Und 1 und minus 4 ist minus 3. Jetzt gucken wir nochmal, stimmt das? Diese hier. Stimmt die? Hatten wir die auch vorhin so hingeschrieben? X Quadrat plus 2x minus 3. Jawohl, stimmt. X Quadrat plus 2x minus 3. Und wir haben richtig gerechnet. Also das wäre eine Art Probe. So, ich hoffe, das hat euch gefallen. Fassen wir nochmal zusammen. Das Thema ist eigentlich ja, so eine Art im Kreis rechnen. Wir basteln uns, und da ist hier an der Stelle, hier oben bei 1, wir basteln uns einfach eine Funktion, die ganz sicher Nullstellen hat. Die kann man ganz leicht ermitteln und ablesen. Und überführen das Ding in eine Normalform durch Ausmultiplizieren und Zusammenfassen. Das wäre der zweite Schritt. Und wir können sicher sein, wenn wir hier vor dem x kein Minus haben oder vor dem ganzen Kram kein Minus haben, dass wir auch eine echte, schöne Normalparabel nach oben geöffnet haben, wo man die PQ-Formel anwenden darf. Die darf man nur anwenden vor dem x² kein Minus und keine andere Zahl steht nichts. Wie das dann anders geht, das machen wir später. Wenn wir das haben, sagen wir prima, jetzt können wir hier P und Q ablesen, die PQ-Formel anwenden, rechnen und wenn wir dann richtig gerechnet haben, dann müssen wir wieder auf unsere Nullstellen kommen. Wenn wir das alles richtig haben, freuen wir uns und machen gleich eine nächste Übung draus. Wir machen aus dieser Normalform mal eine Scheitelpunktform, ohne dass wir eine quadratische Ergänzung bemühen müssen, indem wir sagen, okay, minus p halbe ist xs, der x-Wert des Scheitelpunktes, hier minus 1. Ja, ich highlighte nochmal, hier. Hier ist er, der x-Wert. Und ohne großen Aufwand, indem man nämlich diese minus 1 in die echte Funktion einsetzt, die eigentlich da mal dahinter stand. Also statt x² schreibe ich minus 1 in Klammern zum Quadrat plus 2 mal. Und jetzt kommt minus 1, es geht ja um dieses minus 1 hier. Und hinten die minus 3 bleibt, die wird ja nicht berührt. Dann vielleicht nochmal eine Nebenrechnung unten drunter schreiben und wir kriegen raus minus 4. Und wenn man das richtig macht, kann man auch aus der Scheitelpunktform sofort eine Parabel zeichnen. Mit der Schablone. Denn es ist ja eine stinknormale Normalparabel, die eben bloß einen verschobenen Scheitelpunkt hat. Ich hoffe, es gefällt euch, dass ihr es euch nochmal angucken könnt. Viel Spaß beim Üben. Ihr wisst jetzt, wie ihr euch eure eigenen Gleichungen erstellt. Na denn.